Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge GTA 5. Wir befinden uns hier immer noch im Story-Modus und zwar genau da, oder fast genau da, wo wir aufgehört haben. Ja, und die Alte hat immer noch einen an der Waffel. Gut, wir werden mal nach draußen gehen, denn auch der Hund ist hier irgendwo. Dann werden wir mal suchen. Wo ist er denn? Ach, hinter dem Haus wahrscheinlich. Den wir jetzt auch da haben. I gotta train your ass to use the John Chop. That's a big ass pile of shit. So, so. iFruit-App für dein persönliches Smartphone oder Tablet herum zu interessieren. Gut, das war iFruit, okay. Wo lade ich denn die runter? Wahrscheinlich übers Internet, nicht? Und es geht schon wieder los. Ich gehe kaputt, also wirklich. Okay, 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 okay. Very, very good. Medien und Unterhaltung. Also wer jetzt vor dem Bildschirm sitzt und sagt, oh Mann, Idiot, das findest du da und da. Ja. Finde ich das überhaupt hier? Ich habe keine Ahnung. Gehen wir mal raus hier. Kackt der hier schon wieder hin? Mann, 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 Mann. Okay, lassen wir das erstmal hier mit ihm und begeben uns auf den Weg. Und zwar werden wir einen neuen Job machen. Ja, die Karre hier wollte ich eigentlich gar nicht. Aber ich weiß, da drin steht ein Auto. Das nehme ich mir, das gefällt mir. So, markieren wir gleich mal die Stelle, wo wir hinwollen. Das heißt, wir wollen zu Simeon. Wir werden da einen neuen Job annehmen, auf jeden Fall. Eine neue Mission starten. Mal gucken, was uns diesmal erwartet. Ich hoffe, dass wir nicht wieder auf dem Rennen rauskommen. Ich habe es ja schon mal in den ersten Folgen angekündigt, dass ich weiß noch nicht, wie lange ich den Story-Modus spiele, ob ich ihn komplett durchspielen werde. Also sicherlich werde ich ihn komplett durchspielen, aber ob ich ihn ja komplett aufnehmen werde und euch zeigen werde, das weiß ich noch nicht. Hat einen ganz einfachen Hintergrund. Denn, wie ich schon gesagt habe, wir werden in Kürze auch, oder wir werden mit Sicherheit schon in der Zeit, wenn dieses Video hier erscheint, GTA Online gespielt haben und aufgenommen haben. Und es sind noch ein paar andere Projekte eben ja in Planung, beziehungsweise schon sehr weit mit der Planung. Ich sage euch gleich mehr dazu. Excuse me. That boy. I am his mentor. I am so proud of you. What do you mean, a mentor? Don't worry about that. Okay, so what you got for me? James DeSanta. Some kid. He is already late on his payments and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments, huh? Just go and get it. The house is on Hampstead, off Eclipse. It's an SUV. Yeah. Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, huh? I got you. Don't worry about it. It's so good to see you, my boy. Hey, good luck in law school, huh? So. Also, wir sollen also ein Fahrzeug zurückbringen. Das sollten wir noch hinkriegen. So, ja, bevor der das Quatsch angefangen hatte, wobei stieg, ach ja genau, GTA Online. Es sind auch noch ein paar andere Projekte momentan in der Planung, die demnächst kommen werden. Und insofern, wie gesagt, weiß ich nicht, wie ich es zeitlich schaffe, wirklich das Ganze durchzuziehen. Man muss jetzt sozusagen, ich gehe ganz normal nebenbei arbeiten, wie jeder andere auch. Ist natürlich ein gewisser Zeitaufwand dabei. Ich mag es gerne, mir macht es Spaß. Und es soll da jetzt nicht einen übermäßigen Stress irgendwo sein. Jetzt, was will er denn jetzt schon wieder? Hey, did you change your mind? When I discover that you betray me,
perhaps. I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dawg. Oh, I am sure. You will get this car off the daddy's boy, and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you, is it, Simeon? Do not talk to me about easy, you thief. Ja, genau. Ja, also insofern, es kommt auf mehrere Faktoren an. Zum einen, also ich habe Spaß daran, an dem Game. Ich habe Spaß daran, das auch aufzunehmen und so weit fertig zu machen. Aber an diesen Unfällen nicht so. Nein, aber es ist einfach mal grundsätzlich so, dass ich sagen muss, es kommt natürlich darauf an, wie ist das Feedback von eurer Seite, gefällt es euch, wollt ihr mehr davon sehen oder nicht. Das sind ja solche Punkte, die einfach für mich dann schon interessant sind, die auch darüber entscheiden, ob es weitergeht oder nicht. Und ja, dementsprechend weiß ich eben noch nicht, ob ich diese Story-Modus komplett mit euch durchzuspielen werde oder nicht. Das werden wir am Ende dann sehen. Zumal es, wie gesagt, noch einige andere Projekte geben wird. So, jetzt gucken wir mal, wie wir hier am besten in das Haus reinkommen. Vielleicht von der anderen Seite. Also wenn ihr auch das Klackern immer hört im Video, das liegt daran, dass ich mit Controller spiele. Und dementsprechend, ja, könnte das immer wieder zu hören sein. Wenn ich hier zum Beispiel renne, dann ist es zwangsläufig so, dass ich immer wieder A hintereinander drücken muss. Ah, hier komme ich vielleicht drüber. Komme ich hier drüber? Oh, schicker Pool. Aber hier komme ich nicht drüber. Gut, dann werden wir es weiter unten nochmal versuchen. Denn da ist ein Zaun. Da kommen wir auf jeden Fall drüber. So. Das heißt, wir müssen ganz leise hier reingehen. Dort hinten war ein Fenster offen gewesen, über das wir in das Haus wohl reinkommen. Okay, wir sollen über das Auto aufs Dach klettern. Oh. So, da haben wir also zwei. LOL, you suck Batman's dick. I don't care if you're 12, I'll still rape you. Ooh, slaughter time. Holy fuck shit, bro. Ah, okay. Gut, wir haben natürlich gleich mal wieder gefailt. Aber das sind wir ja schon gewohnt. Cut your dick off if you call the administrator. Hey, you know what? I am the administrator. So, jetzt versuchen wir mal, hier noch unten zu kommen. Oh. You're a real pro, Mrs. DeSanta. A real pro. You know, you're a great student. Now just loosen up those hips. Okay, like this? Yeah, loosen them up. There you go. And
follow through. Perfect. Oh, okay. I think I'm getting it. Ja, was auch immer die da tun. Oh. Jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst wegen dem Schleichmodus. Aber gut. Werden wir das nochmal tun. Das war genau den gleichen Weg. Das heißt, wir werden direkt hier nach unten schleichen. Und, Oh my god, seriously? My brother is such a homo. Thank you, coach. Und hier direkt in die Garage. Werdet denn da einsteigen? Und mit dem Auto davonfahren. So. Ja, nachdem wir es dreimal versucht haben, sind wir mit dem Auto auf der Straße. Wir müssen natürlich aufpassen. Hey Simeon, I got the ride, man. I'm coming back. If you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. Ich glaube nicht, dass das so einfach war. Also irgendwas, glaube ich, wird da noch kommen. Tatsache. That's a 9mm semi-automatic pushed against your skull. Well, look around. You just keep driving where you're going. Hey, come on, man. This was a repo job. Guy was behind on his fucking note. Unlikely. Considering my son just got the car. And looking at the way you're going about this, my guess, you're working a credit fraud. A credit fraud? Be serious, dude. I just worked the fucking repo. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer, and I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? A car dealer, dawg, by the name of Simeon Yateri. So this businessman, he look legit to you? Look, man, it's just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Yateri, we'll work this out. Ja, da haben wir tatsächlich einen, ja, blinden Passagier würde ich es nicht nennen, aber scheinbar den Vater. Da möchte ich mal wissen, wer das andere war. Das war dann scheinbar tatsächlich nur der Tennislehrer. Ja, mal gucken, was der mit Mr. Yatarian zu besprechen hat. Okay, stop the car. Pull up. That the place? Yeah, this the place, man. Oh, drive into it. Right through the fucking window. And fast. Or I'll put two rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man. Fuck. Ja, jetzt sollen wir durchs Fenster in den Laden fahren. Dann werden wir das Fenster amüsieren. Oh shit! Franklin! What the fuck are you doing? Mr. Samuel, it's not exactly how it looks. I always trump big for a job well done. Now get out of here, kid. You motherfucker! Simeon Yaterian doesn't back down. Okay, jetzt. You think you could take me for a ride? Fraudster! You recognize this car? Huh? Does it look like it's worth $5,000 a month to you? You fucking racist! I'm telling you something. This thing's gonna need some serious bodywork before it's worth $5,000 a month. He agreed to financing. I have his signature. Yeah. Did he agree to have some punk break into my fucking house? I don't know. That kid might be a fucking idiot, but you are a fraudulent scumbag piece of shit. Ugh. Don't make me have to come back here. Ja, zwinge ihn nicht nochmal zurückzukommen, denn das könnte böse für dich enden. Ich habe keine Ahnung, wer der Typ so wirklich ist. Ja. Wir möchten speichern. Dann machen wir weiter. Ah, okay, jetzt haben wir
quasi Michael freigeschalten. Hi, yeah, yeah, how are you too? So, da werden wir jetzt mal gucken. Da hinten ist so ein Fragezeichen. Fremde und Freaks. Das gucken wir uns mal an. Das war ganz lustig. So, wir brauchen erstmal ein Fahrzeug. Nee, gefällt mir nicht. Halt, stehen bleiben. Ey, so nicht. So nicht, mein Freund. Raus hier. Ah, der hat Autorität. Der steigt freiwillig aus. Oh, ich hab's mir aber gerade überlegt. Ich glaube, so ein Motorrad gefällt mir besser. Und der da. Oh ja, sie hat Schlägerhaltung verbessert. Und wie? Der Trainer nimmt sie sehr hart ran. Ja, das kann ich mir vorstellen. So. Ah, okay, das ist nicht da unten, das ist dahinter. Dann werden wir uns das dahinter eben anschauen. Zack, zack. Hallo, fahr da rüber. Los. Okay, das war keine gute Idee. Dann fahren wir eben hier die Treppe hoch. Zack. Einmal durchs Wasser. Was bist du für eine? Can I talk to you for a second? The fuck are you talking about? I am talking about a hotline straight to heaven. Oh my god. This state makes illegal. Yeah. This is what I'm talking about. I don't give a fuck about reefer. They rigged the vote. I saw the ballots. It's a lie. It's democracy at work, amigo. Democracy can suck my fatty. Democracy only works when it lets intelligent people do what they want. This is tyranny by morons. Yeah, well, I got things to take care of in a little place called reality. You want to drive? Nah, I'm not a drug guy. This isn't bushweed. This is mana. And I grow it myself. No paranoia, no weirdness. A passport to nirvana. Fuck, give me that. Yeah, here, you'll hardly feel it. Yeah, I smoke all day and I'm fine. It's a pure, mellow high. But I do get concerned about the monsters. Yeah. I mean, I'm sure they're nothing serious, but, I never let them get too near. Oh, the fuck is that? Erledige die Aliens, was zum Geier? Sind wir jetzt bei Star Wars? Scheiße. Wow. Okay, ich muss hier ganz, ganz schnell alles hin und her, um da eben zu fliehen. Mein Gott, was ist denn das für ein... Wurde vaporisiert. Oh mein Gott. Was zum Geier? Nee, also das muss ich nämlich mir nicht nochmal geben. Also wirklich nicht. Lauter Verrückte hier. Ja, da kommen wir wohl aus dem Krankenhaus hier gerade.
Ich glaube, das mit den Verrückten, das lassen wir erstmal. Wir fahren jetzt mal zu Bikers Haus. Bus? Hallo? Bus? Oh, verdammt. Ja, ich wollte schon immer mal Bus fahren. So, raus hier. Meiner. Ja, lauf ruhig. Ich bin schneller als du. Weg da. Hey. Meine Güte. So, was war aus der Innenansicht hier? Zweifel zwar, dass es besser wird, aber ja, kann mit dem Bus-Simulator schon fast mithalten. Oh, verdammt. Da müssen wir ja rüber. Hier. So. Ja. Ich würde sagen, ich bin gerade am überlegen, wie lange dauert die Folge. 22 Minuten jetzt knapp. Wir werden jetzt noch auf jeden Fall zu Michaels Haus fahren. Aber die nächste Mission, das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Das verrate ich jetzt schon mal. Also ich habe auch noch keine Ahnung, was denn dann genau die nächste Mission sein wird, etc. Das schauen wir uns dann an, in der nächsten Folge auf jeden Fall. Ja, denkt daran, schreibt bitte in die Kommentare, wie euch dieses Let's Play gefällt, ob ihr mehr davon wollt, oder ob ihr sagt, nee, komm, reicht. Ich habe es schon mal gesagt in der vorherigen Folge, was euch lieber ist, ob ihr lieber die Online-Modi sehen wollt, mit der ganzen Truppe, ob ihr da sagt, okay, nee, macht die Hilfsmission, macht einfach irgendwas online, das macht, bringt mehr Fun, oder aber, ob ihr eben sagt, nee, Singleplayer online ist ganz cool, aber macht den Singleplayer auf jeden Fall weiter. Das überlasse ich euch. Also schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, entweder unter diesem Video auf YouTube oder eben auf Facebook. Ja, ich bin gespannt auf eure Kommentare. In diesem Sinne, wir haben Michaels Haus erreicht. Das heißt, hier ist Endstation für mich. Ich werde hier aussteigen. Freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal dann wieder mit dabei seid. In diesem Sinne, macht's gut. Bis dahin und ciao.